Er ragt stolz in den Himmel, der Maibaum in Bruck an der Mur. Dieser Baum gilt ja bekanntlich als Symbol für Einträchtigkeit und für Freude. Der Maibaum kommt aus einem Waldstück bei Zlatten und wurde für diesen Festakt hergerichtet. Eine spannende Zeremonie hier auf dem Hauptplatz in Bruck. Maibaum aufstellen, etwas, was man eigentlich eher selten sieht, nämlich wie das entsteht. Und die Rosecker haben wieder einmal eine Fülle von interessanten Blüten ausgestoßen. Ja, Gott sei Dank, das Maibaumaufstellen in Bruck an der Mur hat ja eine über 70-jährige Tradition. Und seit den späten 50er Jahren sind die Maderecker und wir Rossecker mit dabei. Und wir sind ja dafür verantwortlich, den Baum vorher schon zu schmücken, den Kranz zu binden, die Schlangen zu binden und hier am Hauptplatz den Baum aufzuputzen mit den weiß-grünen Bändern, die ja symbolisch für die Steiermark, für die Landesfarben der Steiermark stehen. Und schön, dass solche Traditionen auch in der Stadt Bruck noch hochgehalten werden. Ja, die Finger weg! Ich glaube, es wird auch vom Publikum sehr positiv aufgenommen. Maifeiern haben ja immer so einen politischen Touch. Geht oft in eine andere Richtung. Diese Art einer Maifeier hat schon Qualität. Ja, also es hat, ich sage einmal, am 1. Mai hat sehr vieles Platz und in Bruck gibt es sehr viele Aktionen, die hier am Hauptplatz passieren. Und diese schöne Tradition des Maibaumaufstellens und natürlich auch das Wetter, die Blasmusik, Volkstanz, Tradition, Innovation. Es gibt ja dann auch die Meisterschaft der Steinheber. Also da gibt es vieles zu sehen und das treibt oder das bringt die Leute hier auf den innerstädtischen Platz. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel und der Sinn eines solchen schönen Platzes als Ort der Begegnung, die Menschen zusammenzubringen. Der 1. Mai wurde, so wie in vielen Orten und Städten, ein Zeichen der Stärke und Freude. Der Fahnenschmuck an öffentlichen Gebäuden und so manchen Fenster in diversen Wohnhäusern wirkt auf Jung und Alt gleichermaßen. Sie haben sicherlich schon viele Maifeiern miterlebt, erlebt und belebt. Und was hat sich eigentlich so geändert in den letzten 10 Jahren, was die Termine der Maifeiern anbelangt? Naja, nicht nur die letzten 10 Jahre hat sich etwas geändert, sondern im Laufe der Zeit ändern sich die Maifeiern. Von großen Kundgebungen, parteipolitischen Kundgebungen, ist es ja mittlerweile ein Familienfest geworden. Aber die Proklamation zum 1. Mai, zum Tag der Arbeit, ist aktueller denn je. Und wenn man heute aufmerksam unserem Bürgermeister Peter Koch zugehört hat, wenn er davon spricht, dass sich womöglich eine soziale Kälte in unser Land einschleicht, dann ist es notwendig, auch an diesem Tag der Arbeit immer wieder darauf hinzuweisen, was der 1. Mai wirklich bedeutet. Nämlich wirklich ein Tag der Arbeit und er sollte auch so gesehen und begangen werden. Herr Bürgermeister, Sie haben ja auch schon viele 1. Mai-Feiern erlebt und schon öfter miterlebt, wie der Baum aufgestellt wird. Was empfinden Sie dabei, wenn so an diesem Feiertag die Fahnen flattern und so weiter? Ich denke, der 1. Mai ist nach wie vor ein ganz besonderer Feiertag und das sollte auch nicht vergessen werden. Gerade wenn man sich die politische Entwicklung in unserem Land anschaut, wird es auch immer wichtiger, auch am 1. Mai wieder auf die Straße zu gehen, nicht nur Maibäume aufzustellen, sondern auch politisch zu diskutieren. Und wenn man heuer diesen Besuch wieder anschaut am Brugger Kolm, am Wallischplatz, dann spürt die Bevölkerung, dass eine Veränderung in unserem Land im Gange ist und dass es notwendig ist, soziale Errungenschaften entsprechend zu verteidigen und darum zu kämpfen. Und dafür dient natürlich auch der 1. Mai. Zu den Fixpunkten einer solchen Feier gehören natürlich Musik, und komm, wir haben auch ein Bier vom Bürgermeister da. Freibier und noch dazu vom Bürgermeister persönlich serviert.
Der Europawahlkampf ist im Endspurt. Das Tempo wird schneller, die Debatten intensiver und die Konfrontation hitziger. Und die Frage wird sehr oft gestellt: EU, wozu? Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, den Menschen deutlich zu machen, dass die Europäische Union für uns ein wichtiges Sicherheitsnetzwerk ist, das uns Frieden gibt, das uns die Freiheit gegeben hat, das uns möglichst viel Gerechtigkeit gibt. Und das müssen wir natürlich auch mit Fakten und Daten unterlegen. Diese Botschaft muss drüber kommen. Es muss eigentlich es uns gelingen, dass wir die Europawahl zu einer Gemeinderatswahl machen, dass jeder merkt, eigentlich bin ich Bürger von Europa und Bürgerin von Europa und weiß, dass viele Entscheidungen, die hier getroffen werden, meinen Kindern, meinen Enkelkindern zugutekommen. Ist es nicht schwierig in Zeiten wie diesen und auch in Brüssel, wo man sagt, ja jetzt ist der Lobbyismus dran, die Lobbyisten sind im Vormarsch? Das ist in der Politik immer so, dass Lobbyisten tätig sind, die sich versuchen, sozusagen hier in die politische Entscheidung einzumischen. Das ist auch per se nichts Schlechtes, denn etwas Gutes sozusagen am Polittisch verhandelt zu bekommen, soll man nicht einmal gleich wegweisen. Das sind ja auch sehr, sehr viele positive Teile dabei. Lobbyismus ist nur dann schlecht, wenn er gewisse Teile ausgrenzt, wenn man zum Beispiel nur eine Hardcore-Wirtschaftspolitik für große Konzerne im Kopf hat und dann das soziale Element, die mittleren und kleineren Betriebe oder auch ganz entscheidende ökologische Fragen außer Acht lässt, dann ist Lobbyismus abzulehnen. Aber wenn ich das Ganze sehe und dass jemand sozusagen durchaus aktiv einbringt als Lobbyist, sehe ich das einmal per se nicht negativ. Das möchte ich sehr klar gesagt haben. Sie haben heute eine Mitstreiterin sozusagen vorgestellt. Was erwarten Sie von ihr? Ja, Simone Schmidbauer ist sicherlich eine exzellente Kandidatin, weil sie als Mutter zweier Kinder, weil sie als Bäuerin, als ehemalige Bürgermeisterin, als kleine Unternehmerin, als Direktvermarkterin weiß, wo der Schuh drückt, wo die Menschen eigentlich auch Europa brauchen und Europa vielleicht weniger brauchen. Es gibt ja viele Dinge, die wir nationalstaatlich wesentlich besser lösen könnten als im großen Europa. Das muss man auch einmal klar ansprechen. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, dieses neue Europa so aufzustellen, dass die Menschen merken, das, was ich selbst machen kann im Land, in der Gemeinde, im Nationalstaat, das sollten wir hier behalten. Und das, was unseren großen Interessen dient, wie der Klimaschutz, wie eine Steuergerechtigkeit oder wie der der Sicherheitsschutz sozusagen auch an unseren Grenzen, das kann Österreich oder die Steiermark allein nie machen. Und das müssen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern verdeutlichen, dass sie mit ihrer Stimme diese wichtige Zukunft auch absichern können. Im Mürztal wurden die Kandidaten für die Europawahl des heurigen Jahres vorgestellt. Was braucht die EU? Sie braucht Menschen mit Engagement und Hausverstand und hat eine, so scheint es, ideale Kandidatin gefunden. Sie weiß am ehesten, wo der Schuh drückt. Große Aufgaben kommen auf Sie zu. Es ist so wie im Theater. Die große Oper wird hier gespielt, die Kammerspiele bei den Kommunalwahlen und dergleichen. Was ist Ihr Credo für Ihre Funktion? Also, da ich einmal ein großer Opernfan bin, kann ich das unterstreichen. Ein Giuseppe Verdi-Fan zum Beispiel. Was ist mein Credo? Ich habe es gesagt und ich predige das durch die Lande. Ich sehe mich als Praktikerin mit Hausverstand, die aus der Kommunalpolitik kommt, sprich die Grundschule der Politik überhaupt. Ich durfte das Angestelltenverhältnis erleben, weil ich ja im Bankensektor gearbeitet habe und ich bin eine leidenschaftliche Bäuerin. Ich glaube, diese Kombination macht es aus, dass ich gelernt habe, über den Tellerrand zu blicken, das große Ganze nicht zu verlieren, im Blick zu haben. Und das Allerwichtigste, glaube ich, auch in der Gemeinde habe ich gelernt, über Parteigrenzen hinweg zu denken, andere mit ins Boot zu holen und gemeinsam Allianzen zu schmieden und einen gemeinsamen Weg zu gehen. Und das ist für mich Europa, dass nicht nur jeder Staat an sich denkt, sondern dass wir das große Ganze im Auge behalten. Die nächsten Wochen werden dazu genützt, Überzeugungsarbeit zu leisten. Das Team präsentiert sich hier auf dem Hauptplatz in Leoben. Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht mit der Konfrontation oder der Austauschmöglichkeiten mit den anderen?
Also die Stimmung ist sehr positiv, die Leute gehen auf uns zu. Sie freuen sich, dass sie heute unsere steirische Spitzenkandidatin, die Simone Schmidbauer, treffen haben dürfen und jetzt gleich nochmal treffen. Die Simone kommt sehr gut an bei den Leuten. Sie hat eine sehr sympathische Ausstrahlung. Sie war auch heute schon mit unserem Bauernmarkt unterwegs und sie ist ja selbst Bäuerin und Direktvermarkterin und steht ja regelmäßig am Landplatz in Graz und hat daher auch hier mit den Leuten einen guten Kontakt führen können und die Leute waren sehr begeistert von ihr. Und zum Schluss wird man sagen können, EU, man weiß jetzt wozu. Der steirische Spitzenkandidat der FPÖ zur EU-Wahl, Georg Mayer, gab im Programm der Mur eine Pressekonferenz. Der seit Juli 2014 als Mitglied des Europaparlaments tätige Politiker tourt für die EU-Wahl durch den Bezirk Bruck mit Zuschlag. Sie wissen, die Freiheitliche Partei ist immer sehr stark, wenn es dann zum Wahlkampf geht. Wir sind gemeinsam mit Hannes Annesbauer auch gestern schon im EU-Wahlkampf unterwegs gewesen, heute den ganzen Tag im Bezirk und wir werden einfach versuchen, die Leute noch zu dieser Wahl zu bringen, weil es eine richtungsentscheidende Wahl ist. Für uns muss es jetzt einmal heißen, wohin bewegt sich diese Europäische Union. Für uns kann es nicht sein, wie viele unserer Mitbewerber sagen, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa, was am Ende die Aufgabe dieser Republik Österreich bedeuten würde und damit aufzugeben, Österreicher zu sein. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen die Vielfalt unserer Kulturen bewahren, in ganz Europa, aber natürlich auch in Österreich. Das heißt, wir wollen mehr Österreich und weniger Europäische Union. Wir wollen, dass die Österreicher und damit auch der Nationalrat sich um die Dinge kümmert, die besser in Österreich geregelt werden können und die Europäische Union sich um die größeren Dinge kümmert, wie zum Beispiel Umweltschutz, aber auch dringend Außengrenzenschutz. Wie richtig angesprochen, im Bezirk Bruck mit Zuschlag haben wir 25,6% erreicht. Das ist weit über den Bundesschnitt gelegen. Wir waren deutlich vor der ÖVP beispielsweise hier im Bezirk. Wir haben Gemeinden gehabt, wie auch in meiner Heimatgemeinde in Neuburg an der Mürz, wo wir stärkste Partei wurden mit über 32%. Und da wird die Luft nach oben natürlich dünn, das ist uns bewusst. Und deshalb heißt das Motto für uns Laufen, 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 Überzeugungsarbeit zu leisten und natürlich die Menschen auch darauf hinzuweisen, wie wichtig diese Wahl ist. Denn gerade Menschen, die der Europäischen Union in manchen Bereichen auch kritisch gegenüberstehen, neigen dazu, nicht an der Wahl teilzunehmen. Das zeigt auch das niedrige Wahlergebnis. Das letzte Mal im Jahr 2014 waren das 45% bundesweit. Das ist recht mau. Und dadurch, dass die Entscheidungen, die auf europäischer Ebene getroffen werden, jeden Menschen direkt betreffen, ist es sehr, sehr wichtig, an dieser Wahl teilzunehmen, weil nicht wählen nutzt bekanntlich am meisten jenen, die man am wenigsten will. Das Lackiercenter Fuchsbichler in Kapfenberg ist bei einem Unfallschaden an Ihrem Fahrzeug der kompetente Ansprechpartner. Mein Name ist Roland Bartsch, ich bin der Leiter des Kfz-Bereiches der Firma Fuchsbichler in Kapfenberg. Die Kfz-Spengerei sorgt mit bestens ausgebildeten Mitarbeitern, unterstützt von modernster Gerätetechnik, für optimale Ergebnisse. Die direkte Schadensabwicklung mit den Versicherungen bringen dem Kunden klare Vorteile. Um die reibungslose Abwicklung der Versicherungsschäden zu gewährleisten, machen wir das für Sie. Parkschäden erledigt Lackcenter Fuchsbichler mit Spot Repair innerhalb eines Tages. Die optimalste Lackbehandlung ist die sogenannte Nanoversiegelung. Gerlinde hat 14 Jahre Erfahrung in dieser Technik, Erfahrung, die Ihnen zugute kommt. Ist die Windschutzscheibe vom Steinschlag betroffen, helfen zwei Dinge, kleben oder tauschen. Wird ein Leihwagen benötigt, so ist er für Neukunden bei Fuchsbichler gratis. Das Auto soll nicht nur gut fahren, sondern auch gut aussehen. Lackiercenter Fuchsbichler Kapfenberg. Und Ihr Auto strahlt wieder. Herzlich willkommen bei Jarbacher, Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur und Lietzen. Das Wichtigste zuerst, verschenken Sie nicht Ihr Altgold, sondern fragen Sie gleich den kompetenten Sachverständigen, bevor Sie Ihre wertvollen Gold- und Silberstücke verkaufen möchten. Jarbacher, Leoben, Bruck und Lietzen bieten Ihnen gratis Schätzung und Barzahlung bei Ankauf. Auch Bilder, Uhren, Möbel, Porzellan, Gläser, handgeknüpfte Teppiche, Ansichtskarten, Briefmarken,
Gegenstände aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und vieles mehr werden durch geschulte Sachverständige begutachtet, geschätzt und bei Ankauf bar bezahlt. Rufen Sie an Jarbacherle oben, Schwammerlturm, Bruck an der Mur am Hauptplatz und Lietzen. Jarbacher, denn niemand hat etwas zu verschenken. Der Wahlkampf zur Europawahl geht in die Schlussrunde. In Niklasdorf bei Leoben wurde die Spitzenkandidatin der ÖVP im Bezirk Bruck an der Mur vorgestellt. Man setzt große Hoffnungen in sie, zumal Simone Schmidbauer alle jene Fähigkeiten hat, die so ein wichtiges Unterfangen richtig einschätzt. Naja, die EU ist natürlich ganz wichtig für Österreich. Wir brauchen uns ja nur die Exportzahlen anschauen, die Wirtschaft, die wir in Europa mehr oder weniger beliefern. Aber ganz wichtig und entscheidend ist sie natürlich auch für die Landwirtschaft. Und mit der Simone Schmidbauer haben wir eine praktizierende Bäuerin, die genau weiß, wo den Bauern auch der Schuh drückt und wo wir seitens der EU die Hilfe für unsere Land- und Forstwirtschaft brauchen. Ihre Kandidatin wurde, so hat man feststellen können, mit viel Freude und viel Sympathie aufgenommen. Ja, ich spüre das einfach auch. Simone Schmidbauer ist eine, die direkt sozusagen aus dem wahren Leben kommt, wie man so schön sagt, die ihre Wurzeln noch dort hat, wo wir sie brauchen, auch in der Europäischen Union, nämlich ganz nah am Bürger. Und wir sehen es ja, dass die Sorgen und die Anliegen und die Bedürfnisse der Menschen eigentlich auch viel einfacher sind als die hohen Theorien, die da ganz oben hochgerechnet und breit getreten werden. Wir brauchen wieder Menschen in der Politik, auch in Brüssel, ja, die weiß, wie man ein Bürgermeisteramt ausführt, welche Sorgen und Anliegen die Bürger haben, dass man die Dinge auch unkomplizierter machen kann, als sie oft dargestellt werden. Und letztlich, dass es um eines geht, um die Sicherheit in unserem Land, um einen wirtschaftlichen Erfolg und vor allem um die Entwicklung der Regionen in der Steiermark. Und da sind wir mit der Simone Schmidbauer, glaube ich, auf einem ausgezeichneten Weg. Die Spitzenkandidatin hat also einen anstrengenden Tag hinter sich, den man der Powerfrau gar nicht anmerkt. Ein anstrengender, aber ich nehme an, ein schöner Tag. Ja, Anstrengung gehört zum Wahlkämpfen dazu. Ich sage immer, am 27. Mai ist es zu spät. Aber ich sage Ihnen, ich wurde mit so viel Herzlichkeit empfangen. Man merkt es jetzt schon ein wenig an meiner Stimme. Das gibt dann wieder Kraft und Power. Und für mich ist das wie ein Energy-Drink. Und ich sage danke für alle, die mir diese Begegnungen mit den Menschen ermöglichen konnten. Ein neues Gefühl. Ja, es ist ein neues Gefühl und manchmal bin ich demütig und unglaublich dankbar, wie die Menschen das vorbereiten. Es werden Wahlsackerl vorbereitet und so viel Zeit und Leidenschaft investiert. Und dann ist der klare Auftrag für mich, dass ich alles gebe bis 26. Mai, dass wir vertreten sind. Diese Begegnung stand unter einem guten Vorzeichen. Man traf sich in der Wirtschaftskammer in Bruck. Es war ein Miteinander und ein Aufeinanderzugehen. Alles in allem setzt man große Erwartungen in diese Kandidatin. Tradition wird in vielen Ortschaften des Mürztales noch groß geschrieben. So auch in St. Bavaria im Mürztal, wo am Vortag des 1. Mai Maibäume aufgestellt wurden. Bei musikalischer Umrahmung und Festansprachen wurde auch in der Feitsch ein Maibaum feierlich aufgestellt. Das Maibaumaufstellen gehört zur Tradition dazu bei uns in der Obersteiermark, generell in der Steiermark und in Österreich. Wir haben ja heute jetzt mit der Feitsch den 3. Maibaum zum Aufstellen. Zwar haben wir schon in Mitterdorf und in Wartberg, damit jeder Ortsteil einen hat, weil es einfach zum Ortszentrum dazugehört. Tradition, nachdenken über das, was die Menschen, die vor mehr als 100 Jahren aufgestanden sind, um für ihre Rechte zu kämpfen, erreicht haben und wie man es bewahren kann. Das ist unsere Aufgabe und noch ausbauen kann. Nach einem Fackelzug für Klein und Groß wurde noch spät bis in die Nacht gefeiert.
Helmutszuschlag gibt es eine psychosoziale Beratungsstelle und das schon mehrere Jahrzehnte. Das Besondere an dieser Beratungsstelle ist, dass es auch eine mobile Einrichtung gibt und Patienten auch zu Hause besucht werden können. Die Beratungsstelle in Mürzzuschlag gibt es sogar schon mehr als 30 Jahre. Und es ist eine Einrichtung, in der Menschen mit psychischen, familiären und sozialen Problemen hinkommen können und dort Beratung, Behandlung oder Psychotherapie erhalten. Es gibt ja sogar eine mobile Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen. Die Angebote der Sozialpsychiatrie in der Steiermark sind immer ein dreigeteiltes Angebot. Es gibt einerseits die Beratungsstelle, in der die Klientinnen und Klienten hinkommen und Beratung erfahren. Ein zweiter Standbein ist eine sozialpsychiatrische Tagesstruktur, die gibt es auch in Mürzzuschlag. Da kommen Menschen hin und verbringen gemeinsam ihren Tag, also Menschen mit psychischen Problemen. Oder solche, die nicht mehr mobil sind, werden auch Wohnort nahe zu Hause betreut. Wie groß ist die Erfolgsquote? Die Erfolgsquote lässt sich sehr schwer bemessen, denn auf der einen Seite sind wir sehr froh darüber, dass sehr viele Klientinnen und Klienten den Weg zu uns finden und auch unsere Beratung und unsere Leistungen über einen längeren Zeitraum hinweg in Anspruch nehmen, weil sie es brauchen, also Betreuung, langfristige Betreuung. Und gleichzeitig sind wir auch froh, wenn es Personen gibt, die zu uns kommen und wo vielleicht 4, 5, 6 Beratungstermine bereits ausreichen, dass wir sie unterstützt haben und dass sie ihren Weg selber weitergehen. Also beides ist für uns ein Erfolg, wenn wir positiv abschließen können auf der einen Seite und wenn wir schaffen, dass jemand langfristig bei uns in der Betreuung bleibt. Wenn man Ihren Folder durchblättert, dann kommt man auf einen Text: Rettet das Kind. Ja, der Name unserer Einrichtung ist ein bisschen irreführend, aber die erste Einrichtung, mit der unsere Organisation in der Steiermark tätig war, ist die Kindervilla Lützhof in Spital am Semmering gewesen zu Zeiten der Ungarnkrise, also vor mehr als 60 Jahren. Und da wurden tatsächlich Kinder gerettet, nämlich ungarische Flüchtlingskinder, die dort untergebracht wurden. Aber aus diesem Angebot heraus hat sich jetzt eine Institution entwickelt. Wir haben in der Steiermark mittlerweile mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind zu 2/3 im Erwachsenenbereich tätig und vor allem mit Menschen mit psychischen Problemen. Das Beratungszentrum Mürzzuschlag wurde 1986 als erste psychosoziale Beratungsstelle unter der Trägerschaft von Rettet das Kind in der Steiermark eröffnet. Die psychosoziale Beratungsstelle in Mürzzuschlag hat mehrere interessante Teile, zum Beispiel Angebotsprinzipien, Kontaktaufnahme und weiteren Ablauf. Schaftage in der Tiererlebniswelt bei der Firma Wernbacher. Herr Edgar Wernbacher, erzählen Sie uns ein bisschen was darüber. Ja, wir haben eine Tiererlebniswelt mit einem Rundwanderweg mit vom Aussterben bedrohten Schaf- und Ziegenrassen. Das sind einfach ursprüngliche Tiere, die wo's nicht mehr viel gibt in Österreich und die wollen wir einfach erhalten, weil die sind irrsinnig robust und das Fleisch ist einfach, das schaufelt nicht so und da haben wir uns verordnet, dass wir einfach die Rassen halten. Herr Wernbacher, Sie haben ein traumhaftes Gebiet hier geschaffen, also ich bin ganz begeistert. Ich kenne das seit einigen Wochen, habe das besuchen dürfen. Sensationell. Aber wie lange gibt es die Tiererlebniswelt hier schon? Die Tiererlebniswelt gibt es seit 3 Jahren und wird genutzt von Reisegruppen, von Bussen und Ausflügen. Und wie gesagt, wir haben einen Schaustall und einen Rundwanderweg und da ist für jeden was dabei. Wenn ich da durchgehe, erinnert mich das ein bisschen an den Stanglwirt. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein Vorbild auch. Auch wunderbar, wenn man rausschaut beim Restaurant oder bei ihrem Geschäft und man sieht die Tiere. Absolut, ja. Wie gesagt, die Tiroler sind im Tourismus einfach einen Schritt voraus und da kann man sich immer was abschauen und natürlich verbessern und in die Steiermark bringen. Die
Tradition wird in der Stadt Bruck hochgeschrieben. Und so wird, wie jedes Jahr, den Müttern bei einer kleinen Feier zum Muttertag im großen Saal des Eduard-Schwarz-Hauses gedankt. Die Muttertagsfeier ist im Brucker Veranstaltungskalender schon ein Fixpunkt und wie man sieht, eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Es kommen sehr viele Mütter dieser Einladung nach. Genau, es ist eine Veranstaltung, die wir schon seit Jahrzehnten planen, von den Brucker SPÖ-Frauen, eine traditionsreiche Veranstaltung. Wir haben heute für 180 Plätze gedeckt und heute ist es wirklich so, dass fast jeder Platz besetzt ist und das freut uns natürlich sehr. Weil warum? Wir organisieren das alles ehrenamtlich mit meinem Team, den SPÖ-Frauen, und das ist nicht selbstverständlich. Und wenn dann so viele kommen, gibt dir eigentlich der Erfolg recht. Diese Muttertagsfeier immer wieder zu veranstalten. Aber es ist bei so einer Veranstaltung auch sehr vieles an Vorarbeit zu leisten. Die Brucker SPÖ-Frauen sind ja, glaube ich, das ganze Jahr tätig, um diese ganzen finanziellen Mittel und überhaupt das Ganze durchführen zu können. Ja, schauen, wie gesagt, wir machen das alles ehrenamtlich und wir tragen eigentlich Monate zuvor schon die ganzen Preise für die Verlosung zusammen. Wir haben rund 250 Preise, jedes Los gewinnt. Das erwirtschaften wir wieder praktisch, dass wir die Veranstaltung organisieren können. Ja, und da habe ich ein ganz tolles Team hinter mir und das ist wichtig, weil alleine schafft man zwar einiges, aber im Team sehr viel. Liebe Mütter, liebe Omas, liebe Frauen. In ihrer Ansprache hieß Brucks Stadträtin Andrea Winkelmeier alle Mütter willkommen und dankte ihnen für das Geleistete in der Familie und rund um die Stadt. Auch der Brucker Bürgermeister ist erfreut über den großen Zuspruch dieser Veranstaltung. Wieder ein vollgefülltes Eduard-Schwarz-Haus. Die Leute haben wirklich gute Stimmung und das ist ein schöner Moment, sich ein bisschen auszutauschen, zu reden, ein bisschen zu hören, wo vielleicht der Show drückt, sich immer wieder zu treffen. Ich bin wirklich gern da und ich danke der Andrea Winkelmeier und ihrem Team. Aber es ist auch eine Veranstaltung, die sich der Bürgermeister auch nicht entgehen lässt. Nie, selbstverständlich nicht. Als Stadtrat war ich immer da, als Bürgermeister bin ich immer da und werde ich immer da sein. Ich kann vielleicht nicht ganz so lange bleiben, aber ich bin immer und sehr, sehr gerne da. Musikalisch umrahmt wurde diese Veranstaltung vom Lammingtal-Trio und Schülern der Musikschule Bruck an der Mur. Viele dieser Mütter, die heute da sind, haben auch unglaublich viel geleistet, beim Wiederaufbau geleistet, ihren Kindern eine gute Ausbildung ermöglicht, nehmen jetzt noch teil am gesellschaftlichen Leben. Also ein kleines Dankeschön zu sagen, hin und wieder, auch am Muttertag, sollte man das ganze Jahr machen, aber am Muttertag ganz besonders. Harten Höhen und auf Tiefen. Neben würdigenden Gedanken zum Muttertag gab es aber auch reichlich Kaffee und Kuchen. Und es war wieder einmal für alle ein schöner und vor allem unterhaltsamer Nachmittag. Wir sind und bleiben doch das beste Stück. Alles Gute zum Muttertag. Gestalter braucht das Land. Menschen können gestalten, Menschen können verändern, manche können verhindern. Gesucht werden Personen, die zu Persönlichkeiten werden. Dieses Land braucht Persönlichkeiten, die Managerqualitäten haben, aber auch eine hohe soziale Kompetenz. Kann das die Gewerkschaft erfüllen? Oh ja, das können wir erfüllen. Wir haben das auch gezeigt in den letzten Jahren und wir sind gut unterwegs als Gewerkschaft und als ÖGB Steiermark. ÖGB Steiermark, das Stichwort, die Steiermark ein Vorzeigemodell? Ja, die Steiermark war immer schon ein Vorzeigemodell. Wir sind gut aufgestellt in der Steiermark. Wir haben an uns selber gearbeitet. Wir arbeiten mit den Menschen und das merkt man auch bei den Mitgliederzuwachs. Und die soziale Kompetenz spielt schon eine wesentliche Rolle, oder? Genau, ohne soziale Kompetenz würde es in so einem Betrieb wie wir sind, ÖGB, beziehungsweise in so einem Land wie die Steiermark, ist einfach nicht gehen. Und man muss wissen, wie geht es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die im Lebenshilfebereich arbeiten, wie geht es Arbeitnehmern, die an einer Werkbank stehen, wie geht es Arbeitnehmern, die asphaltieren, wie geht es Arbeitnehmern, die mehr oder weniger an einem Computer sitzen, wie schaut es aus mit der Digitalisierung in Zukunft, und mit diesen Fragen beschäftigen wir uns. Und man wurde fündig.
Gesucht mit hoher sozialer Kompetenz und gefunden wurde einer, der mit allen Attributen ausgestattet ist. Sie sind der Mann mit hohen Managerqualitäten, aber nicht abgehoben. Ja, wenn Sie das so sagen, freut mich das sehr. Ich glaube auch, dass ich deswegen gefragt wurde, die Funktion als ÖGB-Präsident zu übernehmen, weil ich schon gezeigt habe, auch in langjähriger Tätigkeit in meiner bisherigen gewerkschaftlichen Funktion, dass ich was weiterbringen kann. Ich habe in der Vergangenheit auch immer eine gute Gesprächsbasis zur Wirtschaft gehabt. Die habe ich auch nach wie vor. Und ich kann auch mit allen politischen Akteuren reden und versuchen, meine Positionen darzustellen. Es ist immer die Frage, das Miteinander reden ist das eine, aber dann etwas zu gestalten und am Ende des Tages ein gutes Ergebnis, in unserem Fall für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer herauszubringen, ist das andere. Und da muss man manchmal halt ein bisschen mehr tun als reden, sondern ordentlich Gas geben aus, sonst kommt nichts Gescheites raus. Leben Sie auch Sozialpartnerschaft? Ich versuche Sozialpartnerschaft zu leben, wie gesagt, über sehr gute Gesprächsbasis, aber Sozialpartnerschaft ist ja wie jede andere Partnerschaft auch davon abhängig, ob man auf Augenhöhe miteinander umgeht. Wenn ich mit meiner Frau auf Augenhöhe nicht umgehe, dann habe ich ein ganz anderes Problem, aber so ist es in jeder Partnerschaft und daher heißt für mich Augenhöhe, dass den anderen das vis-à-vis zu respektieren, zu verstehen, wie der tickt, auch zu verstehen, was kann der gerade noch aushalten und was hält er nicht mehr aus und dann versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden und wenn ich das gemeinsame Ergebnis habe, dieses gemeinsame Ergebnis auch dann gemeinsam gegenüber allen anderen zu vertreten. Und das funktioniert auf der politischen Ebene im Moment nicht, weil ich niemanden habe, mit dem ich etwas aushandeln kann, der das dann mit mir gemeinsam auch entsprechend vertritt, weil einfach die politische Konstellation hier hineinfunkt. Und da werden wir schauen und ich arbeite daran, dass wir das wieder ordentlich in den Griff kriegen für die Zukunft. Der Wahlkampf tobt bereits, was die EU-Wahl anbelangt. Ja. Was gefällt Ihnen an der jetzigen Konstellation des Wahlkampfes und was missfällt Ihnen? Also im Wahlkampf läuft gerade jetzt an und ist immer so ein bisschen eine Mischung zum einen zwischen sachlichen Vorschlägen und zum anderen zwischen Themen, mit denen man irgendwie auch öffentlich gut landet. Ich glaube, insgesamt geht es darum, dass wir ein Europa brauchen, das ein Europa der Menschen ist, wo die soziale Frage in Europa einen stärkeren Stellenwert bekommt, als das bisher der Fall war. Diese Europäische Union ist schon sehr stark darauf ausgerichtet, dass die ökonomischen Freiheiten obsiegen, dass denen vieles untergeordnet wird, dass beispielsweise die ganze soziale Säule nicht den gleichen Stellenwert hat. Und ich würde mir wünschen, bin immer ein Pro-Europäer gewesen, habe mich ja seinerzeit engagiert für den Beitritt, aber ich wollte immer ein soziales Europa haben. Das ist meine Vision und nicht ein Europa, wo die Wirtschaft diktiert. Und hier glaube ich, braucht es Veränderung. Und Veränderung heißt im Sinne von mehr Sozial, mehr Demokratie, aber nicht weniger Europa. Und in dem Sinn möchte ich gerne jene Kräfte stärken, die für diesen sozialen Zusammenhalt in Europa stehen und nicht jene, die Europa spalten wollen und auseinanderdividieren. Wo drückt noch der Schuh? Also der Schuh drückt jetzt momentan an einer Bundesregierung, die in Wirklichkeit probiert, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Rechte einfach zu nehmen. Und da drückt der Schuh und da müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert. Und ich glaube, die Bundesregierung wäre gut beraten, wenn sie auf die Sozialpartner mehr hören würde. Wie groß ist die Hoffnung, dass das alles in Erfüllung geht? Wie groß die Hoffnung ist. Die Hoffnung wäre schön, wenn wir sowas haben könnten. Jeder hat Hoffnung, aber ich kann Ihnen so viel sagen. Also ich persönlich glaube, dass diese Bundesregierung jetzt zur Zeit momentan beratungsresistent ist. Es
Es wird ein sehr unterhaltsames Wochenende am Hauptplatz in Kapfenberg beim traditionellen Auenherzen. Genau, das Auenherzen steht in 3 Wochen am Programm, vom 24. bis 26. Mai. Das ist ja mittlerweile schon ein traditionelles und großes Brauchtumsfest für die ganze Region. Und dort, wo jetzt noch der Maibaum steht, vom Kapfenberger Hauptplatz, wird dann die große Bühne stehen für Musik, für Brauchtumsgruppen, für die Modenschau. Und es gibt heuer ganz viel Neues wieder, viele Gastgruppen. Das heißt, Auenherzen wächst und wächst. Den Auftakt am Freitag, den 24. Mai, 18 Uhr, mit Grea kariert, anschließend die Janisins. Der Samstag, 25. Mai, steht ganz im Zeichen der Musik, Brauchtum und steirisches Kunsthandwerk. Hier heimische Musikgruppen, Trochtengruppen, Trochtmusikvereine, Schurchblattler, Gstanzlsänger, Schnalzer, da, das geht am Samstag um 12 Uhr Mittag los. Einer der Höhepunkte ist auch die Trachtenmodenschau. Das wird heuer sehr spannend und sehr interessant, wieder eine sehr große Trachtenmodenschau mit vielen bekannten Gesichtern als Model. Also wir haben keine Profi-Models, sondern wir haben sehr viele bekannte Gesichter aus Kapfenberg rund um Kapfenberg, die modeln werden. Eine Attraktion werden die Kinder, die mit ihren Vierbeiner im Partnerlook sich auf dem Laufsteg präsentieren werden. Die Gastronomie ist natürlich wieder die heimische hier am Hauptplatz. Das soll ja auch ein Fest sein, wo die heimische Gastronomie wirklich was nutzen kann, da diese geselligen Tage mit ihrer Kulinarik unterstützen kann. Und zusätzlich haben wir noch mit steirischen Schmankerl kommt der Wurmfranz aus Berschlug, dann kommt das Café Annelies aus Dimlach, die machen auch gute steirische Schmankerl. Dann haben wir das Weingut Grischbübel wieder da aus der Südoststeiermark mit hervorragenden Weinen. Und dann, was auch sehr schön ist, die steirische Bergwacht, die hat einen Informationsstand hier. Ein umfangreiches Kinderprogramm wie Ponyreiten, weiters Münzprägen mit dem Schaubergwerkmuseum Oberzeiring, Holzkuriositäten, Schmiedekunst, Keramik und Schmuckhandwerk wird man bestaunen können. Und am Sonntag, 26. Mai, 10 Uhr, Radio Grün-Weiß, Frühschoppen mit Grenzenlos, Stadtkapelle Kapfenberg und im Urbodner. Durchs Programm führt Martin Deiblinger. Versäumen Sie also nicht das Auenherzen vom 24. bis 26. Mai 2019 am Hauptplatz Kapfenberg bei freiem Eintritt. Der Schlossberg zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen in Bruck an der Mur. Seit 1995 bemüht sich der Verein Initiative Brucker Schlossberg darum, den Hausberg mit vielfältigen Veranstaltungen zu beleben. Was bisher fehlte, war eine Gastronomie. Unter dem Motto Kulinarik über den Dächern von Bruck geht ein lang ersehnter Wunsch der Initiatoren rund um Alfred Weber und Werner Hofer in Erfüllung. Mit 8. Juni 2019 wird sich das ändern. Mit Unterstützung der Stadt Bruck gelang es, einen Gastronomie-Pavillon zu errichten. Der Brucker Schlossberg, der kleine Bruder des Grazer Schlossbergs, ist jetzt endgültig sozusagen erwachsen geworden und geht seine eigenen Wege hier mit einem wunderschönen Kaffeehaus, mit 3 Gastronomen, mit einem wunderbaren Blick auf Bruck. Ich glaube, dass die Eröffnung zeigen wird, wie einzigartig diese Location in der Steiermark ist. Ich freue mich schon sehr. Naja, jetzt, man steht ja schon ein bisschen davor. Ein besonderes Platzl braucht auch ein bisschen besondere Architektur. Jetzt haben wir dank Gemeindehilfe und dank Hilfe des Tourismusverbandes einen Gastropavillon hier herum gebaut. Und nachdem besondere Plätze auch besondere Betriebskonzepte brauchen, haben wir 3 Gastronomen gebeten, da heroben im Sommer am Wochenende auch Betrieb zu machen.
glaube, dass wir sehr zufrieden sein können. Es ist jetzt ein neuer Hotspot in Bruck hier oben am Schlossbergplateau. Endlich ist das fertig und ich glaube, es wird ein spannendes Gastronomieprojekt, das wir da gemeinsam alle angehen. Vorerst werden drei heimische Gastronomen, Harald Trummer, Weinerei Baderhaus, Haubenkoch Mike Johann und Heinz Liebmann, monatlich abwechselnd die Besucher von Freitag bis Sonntag kulinarisch verwöhnen. Wir übernehmen den Juli. Der Juli wird eine ganz klassische Geschichte sein. Es wird sich nennen das Johann Sommer Wirtshaus am Brucker Schlossberg. Es wird ganz ein anderes Konzept werden. Es wird nichts mit dem Haubenrestaurant zu tun haben, sondern wir werden eine einfache, kreative Küche bieten, wo es genauso einmal ein Gulasch gibt, ja. Aber auch moderne Gerichte. Am Freitag wird es immer wieder ein Haubenmenü geben. Am Sonntag in der Früh gibt es da Oma ihr Sonntagsbratl, immer von Öfe weg bis aufgegessen ist, mit klassischen Brezenknödel dazu. Also eine sehr bunte Vielfalt mit einer großen Weinauswahl. Natürlich greifen wir auch Zug auf die Sachen bei uns aus dem Restaurant Johanns mit der Weinkarten und es wird ein eigenes Schlossberg-Achterl geben, es wird ein eigenes Schlossberg-Bier geben bei unserer Variante. Also sehr, sehr spannend und ganz wichtig, wirklich für jedermann, also wirklich ein klassisches Wirtshaus, also Johanns kann auch Wirtshaus. Es ist auch geplant, für jene, die nicht so gut zu Fuß sind, ein Schlossberg-Taxi in Anspruch nehmen zu können. Jedenfalls ist man überzeugt, durch die neue Gastronomie erhält der Brucker Schlossberg eine wesentliche Aufwertung. Denn ein Blick auf die Brucker Stadt bei einem guten Kaffee oder Glaserl Wein hat schon was. Kapfenberg ist immer für Überraschungen gut. Und wenn es auch eine Pressekonferenz in luftiger Höhe ist, am Rohbau eines Wohnhauses, das zukünftig für die Menschen Wohnflächen bietet, die leistbar sind. Entscheidend für den Erfolg eines solchen Vorhabens ist natürlich wie immer die Infrastruktur. Und die Menschen, die hier wohnen, werden plötzlich eine Einheit sein. Nachdem nicht mehr allzu viel Platz ist, ist ein solches Vorhaben eine ideale Kombination von Planung und Ausführung. So ist es genau. Das ist sehr gut definiert, würde ich mal sagen. Boden wird immer rarer und natürlich wollen die Menschen ja rundherum auch grün. Das heißt, die Häuser werden schlanker, aber dafür höher. Und ich glaube, das bietet sich da perfekt an. Dadurch haben die bestehenden Häuser eine gute Durchsicht in den Wald. Diejenigen, die in das neue Haus sehen, haben natürlich eine tolle Aussicht. Und ich glaube, genau so wird es sein. Man wird eher höher bauen und dafür kleinere Grundrisse haben als am Boden und viel Grün drumherum, damit auch die Kinder und die Erwachsenen sich wohlfühlen und Freiraum haben. Es ist ja so, dass man sagen kann, es wird nicht mehr allzu lange dauern und es wächst alles zusammen. Das heißt, das Zusammenwachsen bedeutet aber auch, dass ich eine gute Infrastruktur brauche. Genau, daran arbeiten wir ja sehr intensiv. Man braucht natürlich eine gute Verkehrsanbindung, man braucht gute Aufschließungen, man braucht für Kinder etwas, für die Erwachsenen, für den Freizeitbereich. Das heißt, es wächst natürlich zusammen, was zusammengehört. Und da war ja in der Vergangenheit eine Siedlung, die haben wir jetzt quasi wieder aufgebaut mit Hilfe der Brucker Wohnbau. Und das ist ein sehr qualitätsvoller Bau und mitten in Infrastruktur, die zum Teil schon vorhanden ist. Gibt es Marktforschungen, wo man sagen kann, dieses Projekt und Objekt hat noch Platz für die Zukunft? Da ist noch viel drin. So ist es. Also wir wissen genau, dass wir noch Wohnbau betreiben können und müssen, weil die Nachfrage danach da ist. Wir haben Grund und Boden, aber wie gesagt, den muss man natürlich haushalten damit, aber es gibt auch Marktforschungen dazu, die eigentlich aussagen, Kapfenberg hat sehr viele Pendler, 7600 Pendler jeden Tag. Das heißt, wir brauchen tatsächlich Wohnraum, damit wir den Verkehr eindämmen können, aber auch als Stadt wachsen können. Stets eine Herausforderung für solche Bauhaben sind zumeist die Bauträger, die Ingenieure, die Mitarbeiter. Jahrelang war es verpönt, wieder Hochhäuser zu bauen. Man ist in den sogenannten verdichteten Flachbau ausgewiesen. Heute weiß man, dass das ohne Hochbau gar nicht mehr geht und dass man vor allem eines hier hat, einen wunderbaren Blick ins Mürztal.
Das ist korrekt, ja. Wenn wir da nach links schauen, von meiner Seite aus sehen wir auch die Burg Oberkapfenberg. Wir sind hier nachher Richtung Bruck an der Mur rüber. Also ich bin absolut recht, ja. Eine wunderbare Lage, schöne Aussicht. Wobei nicht die Aussicht nicht der Grund ist für einen Hochbau, sondern der Grund ist nicht im begrenzten Bauland zu sehen. Ja. Und natürlich auch um die Baukosten pro Quadratmeter auch so gering wie möglich zu halten. Jetzt macht es Ihnen sicherlich Spaß, wenn man sieht, das anzusehen, was Sie hier schaffen. Das ist korrekt, ja, und so auch deswegen, weil wir nämlich in der Obersteiermark immer damit konfrontiert werden, immer demografischer Rückgang, sprich Bevölkerungsrückgang und natürlich auch das geringere Interesse zu bauen. Ja. Und wir versuchen auch hier entgegenzuwirken, bauen hier in Kapfenberg, bauen in Bruck an der Mur und auch in weiteren Gemeinden hier in der Obersteiermark. Und es ist noch Luft drin für weiteres Ausbauen? Es ist noch Luft drinnen, wir kämpfen aber auch, und da hat es auch der Herr Bürgermeister Kratzer bereits gesagt, mit dem Thema der Bestandsobjekte, sprich Bauten aus der Vergangenheit, die nämlich auch teuer zu sanieren sind leider, ja. Und wie viele Wohneinheiten wird es hier geben? Hier im Gelände wird es 138 Wohneinheiten geben, die neu gebaut werden und noch weitere Dutzende, die wir sanieren. Wir haben hier sowohl die Zuzügler, sprich die von auswärts kommen, aber auch die Umzügler, sprich Leute, die in Kapfenberg wohnen, die hier eine tolle Wohngegend wieder erkennen und auch herkommen. Die Zukunft für die jungen und älteren Leute ist gewährleistet. Wohnen, das man sich leisten kann, Wohnen, das vor allem auch die Infrastruktur mit sich bringt. Generationen. Während es die Älteren schon ein bisschen ruhiger angehen, wollen die Jungen hoch hinaus. Doch welchen Weg wir auch einschlagen, treffen tun wir uns ja doch immer wieder. Und das ist gut. Besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Ford EcoSport, wie für Sie geschaffen. Das Interieur des neuen Ford EcoSport vereint modernes Design mit praktischer Funktionalität. Die erhöhte Sitzposition bietet einen ausgezeichneten Überblick. Heute darf ich Ihnen im Autohaus Huber den neuen Ford EcoSport präsentieren. Den neuen Ford EcoSport gibt es mit 3 umweltfreundlichen Benzinmotoren und einem Dieselmotor. Jedes Detail des neuen Ford EcoSport wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen das Fahren so angenehm wie möglich zu machen. Der Ford EcoSport ist ab 14,99 erhältlich und es gibt ihn ab Mai auch als Allradfahrzeug. Eine unverbindliche Probefahrt wird Sie überzeugen, einen Ford EcoSport vom Autohaus Huber Kapfenberg zu fahren. Er ist außergewöhnlich anders, der neue Kia Stonic. Der neue Kia Stonic wurde für all jene entworfen, die mit jeder Fahrt ein echtes Abenteuer erleben möchten. Aerodynamische Linien und ein verwegener Grill unterstreichen seine Individualität. Endlich ist er da, der neue Kia Stonic, unser neuer Crossover aus der Kia-Familie. Der Innenraum des Kia Stonic bietet ein Höchstmaß an Komfort und Qualität. Den neuen Kia Stonic gibt es mit 3 Benzinmotoren und einem Dieselaggregat. Auch eine Automatikvariante wird folgen. Der Einstiegspreis liegt bei 15.500 Euro hier in Österreich. Vereinbaren Sie eine unverbindliche Probefahrt bei Kia Huber Nickersdorf. Dinge anpacken, da hat jede Generation eben ihre ganz eigenen Vorstellungen. Während die Jungen voller Tatendrang stecken, haben die Älteren eines längst erkannt. Irgendwann ist es auch einmal gut. Besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. We'll be right back.
Lust auf Fußball mit Herz und Leidenschaft. Ich glaube, wir haben es für Sie mit dem Gebietsliga-Match zwischen Obereich und dem TSV Leoben 2. Beide Mannschaften haben 13 Punkte am Konto. Leoben ist Tabellenletzter und Obereich Vorletzter. Also so gesehen brauchen beide Mannschaften dringend Punkte, Punkte. Mieses Wetter der Begleiter bei diesem Gebietsliga-Nachzügler-Derby. Beide Teams brauchen einen Dreier, um von hinten von der Tabelle da rauszukommen. Obereich spielt in Blau-Weiß, Leoben in Grün-Weiß. Der Schiri heute Rudolf Zötsch aus Graz. Und los geht's! Obereich legt gleich los, startet den ersten Angriff über Strebinger. Bei Marcel Weiß im Gästetor ist Endstation. Aber danach ist Leoben dran. Horvath kommt da zum Abschluss und der Ball zappelt im Netz im Obereichtor. 1:0 für die jungen Leobner stets und der Schuss war ein bisschen abgefälscht. Die Antwort der Obereicher ist nicht schlecht, aber für ein Tor reicht das Ganze noch nicht. DSV Leoben kommt da über die Außenseite, gute Reingabe zur Mitte und da gibt es schon das 2:0 für die Donauwitzer. Schön herausgespieltes Tor und der Torschütze Möstl. Strebinger Obereich setzt sich da gut in Szene, packt da seinen Gegenspieler so richtig ein. Gutes Gebietsliga-Derby, hohes Tempo und toller Kampfgeist. Obereich mit letztem Angriff vor der Pause, Treffer gibt's aber keinen mehr. Mit der 2:0 Leoben Juniors Führung geht's in die Halbzeit. Lust auf zwei Thermenkarten der Therme Aqualux von Surf? Ja, sowieso, gerne sogar. Ja, die leichte Frage, deutsche Bundesliga, wie ist der momentane Stand der Tabelle vor dem heutigen Spieltag? Wie schaut es da aus? Die ersten vier hätte ich da gern. Ja, also das ist einmal, Bayern ist einmal Erster, dann haben wir Zweiter Dortmund, dann ist Dritter ist Leipzig und Vierter ist Frankfurt. Das ist einmal korrekt und richtig. Und was die Trainer auch dafür Mannschaften? Ja, warte mal, fangen wir von hinten an. Der Hütter ist bei Frankfurt, der Rangnick ist bei Leipzig, der Favre ist bei Dortmund und bei Bayern ist der Niko Kovac. Gratulation, wir haben es. Zwei Thermenkarten. Super, vielen Dank. Das ist eine super Geschichte. Ja, fahren wir nach Vonsdorf. Danke. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Was kann Obereich aus dieser zweiten Spielhälfte rausholen? Zwei Treffer muss man aufholen. Geht das noch? Obereich bemüht sich, kommt nun besser ins Spiel. Da kommt man über Töni. Schöne Töni-Flanke da auf Strebinger. Und Strebinger verköpfelt da diese Riesenchance. Obereich legt nach. Himsel trifft da die Stange. Der Ball, der will einfach nicht rein ins Leobentor. Und auf der anderen Seite scheitert Möstl am starken Kucharek. Abwechslungsreiches Spiel. Strebinger Obereich rollt da daneben. Obereich bäumt sich richtig auf, spielt nun so richtig auf. Die Stange verhindert da einen Obereich-Treffer. Himsel hat da losgezimmert. Und dann kommt der Dämpfer für die Obereicher. In die Drangperiode der Obereicher gibt's ein Handspiel im Obereich-Strafraum und einen Elfmeter für die DSV Juniors. Florian Hofpellner tritt an und verwertet zum 3:0 für die jungen Leobner. Und das ist auch schon die Vorentscheidung. Da gibt's noch einen guten Obereich-Freistoß durch Markus Grabner. Weiß im Gästetor pariert. Schiri Zötsch, ein guter Spielleiter heute.
Horvatli oben sorgt dann noch für den Endstand, setzt dann noch einen drauf, macht das 4:0 und das war's auch schon. Leoben holt sich da einen Dreier aus Obereich, macht da einen wichtigen Sieg. Und Obereich hat ein bisschen Pech gehabt, brav gespielt, aber deutlich verloren. Die Stimmen zum Match. Dani Obereich hat heute gegen Leoben verloren, gegen die Leobner Zwarer mit 4:0. Was sagst du zu dieser Niederlage? Warum? Warum ist eine gute Frage. Ich sage mal, bei den ersten zwei Gegentoren haben wir nicht gut ausgeschaut. Ersten, ja, wieder mal abrollen, so wie leider öfters in der Saison. Zweiten haben wir geschlafen, wir schnell gespielt, keiner. Und 4:0 natürlich viel zu hoch ausgefallen, wenn man sich die zweite Halbzeit vor allem anschaut, wo wir doch recht gedruckt haben, aber wo uns gerade gelungen ist. So wie es leider Gottes in der Saison schon etwas öfter war. Ja, meine Feststellung, es war ja so, dass Leoben erste Halbzeit besser war, aber zweite Halbzeit hat man wirklich ein paar schöne Chancen gehabt für den Anschluss zum 2:0, zum 2:1 und da hat man halt die Chancen auslassen und dann ist man in eine hohe Niederlage reingefahren. Ja, du sagst das schon. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass erste Halbzeit viel besser waren wie wir. Wir haben genauso unsere Chancen vorgefunden, haben es leider nicht nützen können. Die Leobner waren halt eiskalt, zwei Chancen, zwei Tore mehr oder weniger. Viel mehr war so gesehen eh nicht. Und wie du sagst, wir haben es nicht gemacht, zweite Halbzeit. Wir haben es selber am Fuß gehabt und dann haben wir es halt gekriegt im Nachhinein. Ja, jetzt ist man Tabellenletzter und jetzt muss man natürlich schauen, dass man von da hinten wegkommt. Ja, die Situation ist bei uns nichts Neues. Das haben wir schon von Anfang an weg, mehr oder weniger. Und wir wissen, wie wichtig das ist. Das war natürlich eine bittere Niederlage. Aber wir schauen einfach auf nächste Woche, bereiten uns vor und schauen, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Danke, alles Gute. Dankeschön. Der Florian Hofellner hat allen Grund zum Lachen. 4:0 gewonnen da in Obereich und jetzt hat man die Tabellensituation ein bisschen verbessert. Jetzt ist man von hinten vom letzten Platz einmal weggekommen. Ja, es war sicher wichtig heute, dass wir da gewonnen haben, dass wir 4:0 gewonnen haben, weil das freut uns natürlich umso mehr. Die ersten zwei Tore waren relativ schnell und da haben wir uns auch sehr schön erspielt. Und dann zweite Halbzeit sind wir ein bisschen geschwommen und da hätten wir halt fast in Ausgleich, sage ich mal, gefressen. Und dann war aber ein wichtiger Eckball vom Heiko Machacek und da ist ein Halbmeter entstanden. Den habe ich dann souverän verwandelt und das war sicher wichtig. Ab dann war, sage ich mal, das Match entschieden. Da war dann schon die 75. Minute. Wenn man alle zwei Mannschaften angeschaut hat von der Leistung her, hätte man fast nicht geglaubt, dass alle zwei Mannschaften so weit hinten hängen. Das Niveau war ja nämlich nicht schlecht. Nein, also es haben beide Mannschaften technisch also sehr gut gespielt. Wir waren sicher zwei von den besseren, also spielerisch besseren Mannschaften in der Liga. Es haben alle probiert, in Ball flach halten. Ich meine, zwischenzeitlich ist dann schon ein bisschen trauschen worden, aber das ist halt, wenn man nervös ist und wenn man ein bisschen schwimmt. Aber ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden mit der Leistung von unserer Mannschaft und wir freuen uns jetzt und heute wird gefeiert. So ist das, alles Gute noch, gell? Ja, danke.